Willkommen zurück zu den Gepäckträgern. Oh Gott, war das ein schlechter Vergleich. Das Ganze habe ich jetzt abgeleitet von Schlepping Dogs. Oh Gott, bin ich schlecht. Wir tun einfach so, als hätte ich das nie gesagt. So, Triadenaktivität. Wen können wir denn heute verhaften? Ich soll den Lieferanten markieren, ne? Das müsste ja dann eigentlich der sein, ne? Also, verhaftet den mal. Zack. Ab in den Knast, mein Freund. Ah. Cop-Erfahrung Stufe 3. Was können wir denn jetzt lernen? Was haben wir denn hier? Action-Ausstieg. Ray kann in Zeitlupe zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Okay. Was haben wir hier oben? Zeitlupen-Folgeangriff. Hat Ray eine Schusswaffe in der Hand, können sie in Zeitlupe zielen, indem sie linke Shift halten, nachdem sie einen Gegner entwaffnet oder mit einem Nahkampfangriff getroffen haben. Das klingt doch ganz lustig, das nehmen wir mal. Bauerwau! So, wir können uns ja mal allgemein jetzt hier umgucken. Die gelben werden auch angezeigt, oder? Oder nicht? Was sind das da unten, Mensch? Spielhölle. Ein Schiffskasino oder was? Ah ja, das wollte ich mir schon länger mal angucken, was das mit diesem Hahnenkampf hier auf sich hat. Da würde ich sagen, fahren wir heute direkt mal hin und schauen uns das Ganze an. Ja, ich dachte nämlich eigentlich, wir machen hier ein paar Nebenmissionen, so Gefälligkeitsmissionen eben, damit wir bald mal ein neues Auto kaufen können. Aber das war ja dann wohl nichts. Ach ja, stimmt. Da musste ich mit dem reden. Mir Fahrzeug geben. Ich liebe dieses Geräusch. Und ich bin sogar auf Anhieb auf der richtigen Straßenseite. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ob wir alle Nebenmissionen machen werden, ich glaub's bald nicht. Ich weiß ja nicht, wann die Story-Missionen zu Ende sind. Also werden wir vor Spielende vielleicht nicht alle Nebenmissionen machen können. Und nachdem die Story vorbei ist, habe ich da meistens dann auch keine Lust mehr zu, noch Nebenaufgaben zu machen. Wenn die Credits kommen, ist es vorbei für mich sozusagen. Aber wir werden natürlich tun, was wir können. Ich will jetzt keine Drogenrazzia machen, ich will zum Hahnenkampf. Und ich bin vorbeigefahren, echt toll. Bam, bam, bam. Ah, Hilfe! Hilfe, Zivilist! Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Bin ich hier richtig? Ich nehme an, ich weiß nicht. Ich steige hier einfach mal ab und versuche mich hier oben durchzukloppen. Ah, Stacheldraht, da komme ich nicht lang, verdammt! Ich komme hier nicht weg. Und das sieht schon wieder gar nicht gut aus hier. Klatsch. Au. Das gibt Rache. Zack und Bein gebrochen. Die haben ja nicht viel drauf. Na komm, trau dich. So, ihr habt doch hier sicherlich irgendwo einen Tresor bewacht oder sowas in der Art. Ach, du lebst noch. Komm her, da oben, ich sehe ihn schon. Das ist meiner. Wie kriege ich den Kasten denn jetzt auf? Ah, Hilfe. Alles klar, alles klar. Hat mich jetzt aber noch nicht weit gebracht. Ich glaube, ich muss hier komplett außen rum. Oder kann ich hier eine Abkürzung durchnehmen? Ja, das sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass ich mich hier mit einer Henne kloppen muss, oder? Da ist tatsächlich eine Henne. Was zur Hölle wird das hier? Ja, ich weiß zwar nicht, was ich tun muss, aber
Kämpfer wählen. Ach so! Die lassen... Das sind Wettkämpfe hier. Ich wette auf irgendeinen Huhn. Das Grüne hier sieht cool aus. Das nehme ich. Komm schon, du bringst mir Glück. 1500. Wenn ich jetzt verliere, ist diese Henne tot. Oder dieser Hahn, besser gesagt. Los geht's. Boah, das sind ja richtig geschulte Hühner hier, Mensch. Wie die sich abtasten. Zack. Das ist ja spannend, Mensch. Und damit habe ich gewonnen. Na gut, gut zu wissen, was das hier ist. Ich dachte jetzt, ich muss hier gegen Huhn kämpfen. Aber bloß gut nicht, das Huhn hätte mich bestimmt fertig gemacht. Hier komme ich nicht hoch, gut, okay. So, jetzt gucke ich mich nochmal um, ob wir nicht vielleicht doch irgendwo... Aber wir haben hier gerade keine gelben Personen. Wir haben noch so viele Kameras, die wir hacken müssen. Wo sind wir denn gerade da unten? Da ist die hier nah dran. Da hacken wir uns direkt die Kamera hier. Lauf, Ray! Lauf! Und finde irgendwo ein Fahrzeug. Ich habe keine Lust, laufen zu müssen. Oh, nee, oder? Dieser dreckige Highway versperrt mir hier alles. Oh, was haben wir denn da noch für ein schönes Gebäude? Ein Hafengebäude mit Uhr und so. Ach, ist das schön. Und mit Stacheldraht drumherum. Das wiederum ist nicht schön. Soll ich denn jetzt hier langkommen, Mensch? Ah, gibt es da hinten eine Leiter? Nee. Okay, ich bin hier total verkehrt. Und ich glaube, ich habe riesig Mist gebaut. Ich komme hier nämlich nicht wieder hoch. Gut, okay. Das war jetzt irgendwie ganz anders geplant. Nämlich zum Beispiel so, dass ich hier eben nicht feststecken wollte. Och Mensch. Ich will hier weg. Kannst du nicht ein bisschen schneller rudern hier? Ich habe gesagt schneller, nicht langsamer. Aber hier kommen wir doch wieder hoch, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Wir kommen hier nirgendwo mehr hoch. Ah doch, yay. Mann ey, ich spring nie wieder ins Wasser. Da kriegt man ja Angst. Ich hoffe, unser Motorrad wird da noch rumstehen. Wo haben wir das überhaupt stehen gelassen, Mensch? Bestimmt irgendwo da hinten. Oder doch nicht? Sonst klauen wir uns halt einfach irgendwo eine Karre weg. Nö, irgendwie haben wir das... Ich weiß nicht, wo ich das stehen gelassen habe. Na ja, gut, soll mir egal sein. Da kommt ja schon das Auto. Hallo, Auto. Raus. Ich glaube, der hat einen... War der nicht eben rot? Ich dachte, der hätte vielleicht... Oh Gott, verdammt, ich bin in China. Böses Hongkong, muss man einem doch sagen. So, muss ich denn hier rein in die Seitengasse? Okay. Ach, das geht ja fix. Wir sind ja schon da. Kann ich hier rauf? Und... Himmlisch, diese Schreie. Und gib mir dein Bein. Nein, das lässt du bleiben, mein Freund. Au. Was willst du denn hier? Da kriegt ihr alle eine ran. Da, lass das bleiben, du Schwein.
Ah, ich wollte doch nur die Brechstange. Zack. Der nächste bitte. Aua! Ich hab doch! Ich wollte doch! Und... Oh, sie haben mich gehauen! Das habt ihr alle gesehen. Merkt euch sofort die Nummernschilder von den Motorrädern. Die Schweine zeige ich an. Das lasse ich mir nicht gefallen. Die zehre ich vor Gericht und ich werde die sowas von auseinandernehmen. Ich brauche ein Auto. Noch besser, ein Taxi. Das nicht stehen bleiben will. Halt an, du Schwein. Wie ruft man denn ein Taxi, Mensch? Guten Tag, ich brauche ein Auto. Und Sie sind der glückliche Lieferant. Bitte steigen Sie nun aus. Und lassen Sie mich mal die Garde aufrufen. Wo können wir denn hier als nächstes hacken da? Weil wenn schon, denn schon. Ich will jetzt irgendwas hacken. Entschuldigung. Vorsicht. Ups. So. Och, ich nehme die Straßenspur. Die ist komplett leer. Ich mag das Geräusch. Au. Ach, das sind die schon wieder. Die habe ich doch schon gehackt, oder nicht? Zack. Wie lange hältst du das aus, Kollege? Wie lang? Autsch! Ah, wie lange halte ich das aus, besser gesagt? Nein. Ich hab doch... Ach so. Zack. Oh, nicht wegducken, das gilt nicht. Geh weg. Ich mache euch alle platt hier. Allesamt. Autsch. Lass das bleiben. Und zack. So, und dich stecken wir in die Mülltonne. Autsch. Autsch. So, alles... Das ist mein Auto, mit dem ihr da gerade abhauen wollt. Na gut, wo ist die Kamera? Ich bin bereit, sie zu hacken. Ah, nicht mich umfahren! Bleib doch mal ruhig. Ich finde die Kamera nicht. Ach so, deshalb finde ich die nicht. Ich könnte hier auch erstmal drücken. Da oben ist die Kamera. Ich muss also nur dem gelben... Wie komme ich hier wieder raus? Moment. Das gelbe Teil geht da lang, da oben rum. Also muss ich da oben wahrscheinlich hin. Oder wie? Ich folge einfach mal dem Kabel, das von der Kamera aus rumgeht. Dann werde ich schon wohin kommen. Ja, wusste ich's doch. Und hacken bitte. So, wir gehen auf die 9, auf die 8, auf die 7 und auf die 6. 8 und 7 sind falsch. Also machen wir hier die 8 und hier mal die 7. 5 und die 4. 8 ist richtig, dann kommt die 7 mal nach hier. Dann haben wir die 3 und hier machen wir die 2. 7 ist immer noch falsch, dann kommt die bestimmt hier hin. 1 und die 0. 0 und die 1 und das war's auch schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, euer Lord Peter.